So, du hältst noch eine Weile. Shift. Warm und gemütlich. Jo. Können wir geschmolzene Kugeln verschmelzen? Nein. Kreuzchen Knoten? Nein. Nur mal so zwischendurch ein bisschen rumexperimentieren. Die Zähne sind echt nur für diese Daper West und die Daper West macht bisher noch gar nichts. Na gut, in 5 Tagen kommt das nächste Update. Lass uns mal überraschen, was da so alles kommt. Ich hätte ganz gerne andere Welten. Also, die Inseln sind zwar ganz schick und man hat dann auch wirklich so ein Gefühl, dass man von der einen zur nächsten wandern muss, um weiterzukommen. Aber trotzdem hätte ich da gerne mehr Abwechslung. Aber vielleicht bin ich auch nur verwöhnt von anderen Spielen. So, der Speer ist noch okay. Die Rüstung haben wir gar nicht angezogen bei den Wölfen. Das hätte ich mal machen sollen. Nur wäre dann der Rucksack irgendwo auf dem Boden gelegen und die machen den vielleicht kaputt und ist immer so ein Heckmeck. Aber ja, nächstes Mal sollte ich trotzdem die Rüstung anziehen, weil wir halt nicht mehr so viele Lebenspunkte haben. Das könnte echt übel enden. Und ich glaube, ich mache mal jetzt einen Versuch. Ich benutze jetzt mal den Schlafsack, denn wir haben nur noch ein paar Sekunden, bis es Tag wird. Und ob wir dann trotzdem so viel Nahrung verlieren. Ja, wir verlieren trotzdem fast 60 Nahrung. Okay, also es ist nicht anteilig. Dich verkochen wir mal. Also es ist nicht anteilig von der Zeit, die man schläft. Es wird einfach so genommen, dieser Wert, wenn man das Teil benutzt. Also 50 bis 60 Nahrung. So, das heißt, wenn wir das Ding benutzen sollten, sollten wir es, wenn, ganz am Anfang der Nacht benutzen. Aber jetzt brauchen wir erstmal Kaninchen. Und die Kaninchen sind alle nicht zu sehen. Kommen die erst ab einer bestimmten Uhrzeit raus? Aber ja, anscheinend haben die Macher echt an den Kaninchen gedreht. Also zum einen, dass sie jetzt alle auf einmal verschwinden und dass sie erst zu einer bestimmten Uhrzeit rauskommen. Das macht es schon schwerer, auf einer Kanincheninsel allein durch Kaninchen zu überleben. Also natürlich noch sehr machbar, aber man braucht ja nur 4, 5 Stück Fleisch am Tag, wenn man nicht gerade andauernd diese Dinger da benutzt. Die lassen wir mal hier. Aber trotzdem ist es schon nerviger. Und man will ja auch den ganzen Tag nicht unbedingt nur Kaninchen jagen, um zu leben, sondern auch ein bisschen weiterkommen. Ah, ist das Feuer noch an? Sieht man das noch? Wird gar nicht mehr auf der Karte angezeigt, ne? Nö. Nee, sonst hätte ich gerne noch die Glut ausgenutzt, um das Fleisch schnell zu braten. Aber nö. Ah, da ist ein Kaninchen. Versteckt sich hinterm Grasbüschel. So, du töten. Ich bin versucht, das Monsterfleisch zu essen, weil es bringt ja sehr viel Hunger. Dafür zieht es aber Lebenspunkte ab. Aber die Wölfe kamen eigentlich immer jetzt nur alle 7 Tage ungefähr. Habe ich jetzt echt nicht drauf geachtet. Sollte vielleicht langsamer. Also Tag 66 haben sie angegriffen. Fürs Protokoll. Aber ja, es dürften demnächst keine Hunde mehr kommen, also brauchen wir die Lebenspunkte gar nicht so sehr. Ich esse einfach mal. Wir sind bei 50 Leben. Au, 33 Lebenspunkte hat das abgezogen. Okay, sollte man sich vielleicht doch zweimal überlegen, bevor man das macht. Aber wieder was dazugelernt. Und wirklich sterben können wir ja nicht, deswegen bin ich auch ein wenig risikofreudiger. Und tu halt alles im Namen der Wissenschaft, wie sich das gehört. So, du gibst mir Samen. Ja. Echt groß. Also hier hätten wir auf jeden Fall eine neue Kaninchen-Insel Nummer 2. Dafür gibt es hier keine Bäume drauf, wenn ich es richtig gesehen habe. Und nur ganz wenig Stickies. Trotzdem schon mal schön, dass wir so eine Insel hier wieder in der Nähe haben und nicht ganz zurücklaufen müssen bis zu unserer allerersten Insel. Oh, Yaks. Also wenn wir jetzt nicht so dermaßen angeschlagen wären, würde ich die umbringen. Oder zumindest ein bisschen damit rumexperimentieren, weil die... Wow, sind das viele. Was sind... Wow. Okay. Ja, wir sollten doch mal ins Landesinnere gucken. Auch wenn die Zeit mal wieder knapp wird. Kaninchen? Also ich habe im Forum was gelesen von... Jagd oder Jagdjagden oder sowas ähnliches. Also, dass sie die Jacks aggressiv gemacht haben, dass die Jacks hinter einem herlaufen und dann so in die neue Heimat bringen. Cowboy-mäßig. Nur halt andersrum.
Das sollte man hier, wenn dann hier, auf jeden Fall machen. Das sind ja 30, 40 Stück oder so. Dann hätten wir Dünger bis zum Abwinken und könnten zwischendurch auch mal ruhig welche schlachten, ohne gleich Angst haben zu müssen, dass die aussterben. Aber ja, das können wir nicht machen mit 17 Lebenspunkten. Da maulen die einmal zu und das war's dann. So, also anscheinend gibt es hier keinen Ausgang. Wie gesagt, es hätte auch gar keinen geben können. Ich war trotzdem neugierig. Das heißt, jetzt nutzen wir das letzte Licht aus und versuchen möglichst weit Richtung der Insel da zu kommen. Wir haben 7 Holz. Das ist nicht mehr viel, aber wir haben schön viel Gras. Das heißt, theoretisch könnten wir eine Nacht auch mal durchlaufen. Das haben wir bisher noch nicht probiert. Also wir machen uns einfach 2, 3 Fackeln und laufen dann damit immer durch die Gegend. Und wie brauchen wir für eine Fackel? 2 Gras und 1 Stick. Das heißt, wir könnten 9 Fackeln machen. Das müsste eigentlich reichen, oder? Sicherheitshalber hacke ich noch ein bisschen Holz. So. Aber ja, ich glaube, ich probiere das mal. Wir haben hier immer noch unsere Fleischstatue. Falls da irgendwas schief geht, tauchen wir gleich im Lager wieder auf. Dann müssten wir zwar hier wieder zurücklaufen, um die ganzen Sachen einzusammeln, aber wir haben was Neues dazugelernt. So, hier sind nochmal jede Menge Steine. Sind denn hier auch diese Tallbirds? Ah, diese Augen? Nö. Na gut. Also es wird dunkel, aber es ist noch nicht dunkel genug. Ich bin so hungrig. Oh, was ist denn hier los? Ah, das ist so eine Überlappung von 2 Inseln. Okay, komisch. Ja, gegen den Hunger können wir jetzt nichts machen. Oh, wir können mal versuchen, den Honig zu essen. Das geht aber, bringt nicht sehr viel. Obwohl, 37? 57? Honig bringt 20 Lebenspunkte. Wow. Okay, jetzt brauchen wir aber Licht. So, Licht in die Hand. Dünger weg. Die Bienen müssten gleich einschlafen. Hunger blinkt. Wir essen mal 1, 2 rohe Fleischstücken. Und laufen einfach durch die Nacht. Eigentlich dürfte nichts passieren, denn dieses anonyme Monster, das uns nachts angreift, kommt halt nur im ganz Dunkeln. Und ganz dunkel werden wir um uns herum nicht haben. So, Bienen sind endlich leise. Gott verdammt, die nerven echt mit der Zeit. Die Fackel ist aber ganz schön mau. Ich habe lieber schon mal eine neue auf dem Cursor. Nein. Das ist jetzt komisch. Ich brauche mehr Platz. Ist das. So. Du kommst dahin. Und sobald die Fackel anfängt auszugehen, drücken wir 3. Um die andere Fackel auszuwählen. Ja, also ich habe es mir ein wenig heller vorgestellt. Wow, das ging schneller als erwartet. Ich habe es mir echt ein wenig heller vorgestellt. Ich mache schon mal die nächste Fackel. So, wieder auf 3, sehr schön. Und da ist auch schon unser richtiges Basislager. Sehr schön, da können wir den Rest der Nacht verbringen. Ja, nee, also nachts mit der Fackel rumlaufen muss nicht unbedingt sein. Denn ich würde auch nicht sehen, wenn irgendwo ein Spinnennest ist oder ein Riesenend oder ein Riesenauge oder was weiß ich. Krass. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das reicht. Ülalü. So, können wir dich auch noch verfeuern? Nö, dich schmeißen wir einfach mal hin. Hui, aber wenigstens haben wir es hierher geschafft. Das ist doch auch schon mal was. Also. Also natürlich würde ich noch gerne wissen, was hier drinnen ist. Zumal das jetzt das Ende der Welt ist. Wir waren jetzt auf jeder Insel in dieser Welt. Außer es gibt hier noch irgendwo eine Abzweigung. Oder da. Wenn nicht, dann war es das echt. Also sie ist zwar groß, aber sie ist halt nicht à la Minecraft unendlich. Das heißt, irgendwann wird man keine Ressourcen mehr haben. Aber ich denke mal, das wird sehr, sehr, sehr lange dauern. So, wir haben noch eine Hund. Warum haben wir so viele Fackeln? Ist irgendwas schiefgelaufen? Also ich hätte schwören können, wir wären mit einer Fackel losgegangen und wir hätten nur 2 neue Fackeln gebaut. Und unterwegs ist eine verbraucht. Okay. Wow. So, gleich neuer Tag, dann laufen wir sofort weiter. Und zwar zur Steininsel.
laufen dann hier unten rum und währenddessen kloppen wir ein paar Steine. Weil ich würde gerne mindestens ein Stack von den richtigen Steinen dabei haben, wenn wir nach Hause kommen. So, weiter. Oh, stopp. Essen kochen. So. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. So, ein gutes Fleisch haben wir jetzt noch. Das ist nicht viel. Das heißt, eventuell müssen wir uns eins, zwei Eier klauen von den Tallbirds. Die sind ja eh schon aggressiv, da macht es wohl keinen Unterschied mehr, wenn man denen was klaut. Weil sonst könnte der Heimweg ein wenig schmerzhaft für Wilson werden, was den Hunger angeht. So, nicht mehr weit. Gib uns Samen. Nein. Die Bienen brummen immer noch vor sich hin. Wir sollten die Fackeln eigentlich mal aussortieren, sonst haben wir keinen Platz mehr. Ey, lass meine Samen in Ruhe. So. Okay, auf der Steininsel. Am Wasser lang und... Uah. Oh doch. Arschloch. Ja, genau. Geh weg. Geh weg. Ja, der ist jetzt definitiv aggressiv. Mal gucken, wie lange der uns verfolgt. Ich würde eigentlich ganz gerne... Ja. Ich würde eigentlich ganz gerne Steinhacken gehen. Das Geräusch ist auch geil. Chap, 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 dunk. Chap, 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 dunk. Ja, okay. Es wäre schön, wenn du langsam mal anhalten würdest. Ich wollte dich nicht mit in unsere Farm nehmen. Müssen wir jetzt das Ei hinschmeißen, damit er stehen bleibt? Oder reicht da irgendwas anderes? Fleisch oder so. Aber ich hätte das gerne dabei, das Fleisch. Wir müssen auch durch den Sumpf durch. Okay, wir haben anscheinend ein riesiges Haustier dazu gewonnen. Aber ich denke mal im Dschungel, im Sumpf wird es irgendwann sterben. Hoffe ich jetzt einfach mal. Sonst muss unsere Schweinegang das in 2-3 Tagen erledigen. Oh, okay, er ist hängen geblieben. Ist zwar ein wenig unsportlich, aber na gut. Wir haben jetzt aber keine Steine sammeln können. Deswegen sind wir eigentlich erst losgezogen. Nee, komm, das können wir nicht machen. Wir ziehen jetzt unsere Rüstung an, lassen den Rucksack da, nehmen den Speer in die Hand und verprügeln dieses riesige Auge. Wenn wir zu viel Schaden bekommen... Oh, er ist weg. Okay. Ignoriert, was ich gesagt habe über das Verprügeln des riesigen Auges. Wir gehen jetzt runter und klopfen ein paar Steine. Und danach gehen wir in das Basislager, das wir hier mal aufgeschlagen hatten und gucken uns da in der Nähe um. Warum kannst du... die Steine sind in dem doofen Rucksack. Okay, Korscher Knoten bleibt hier. Also wir gehen zu dem Basislager hier und gucken uns dann um, ob irgendwo noch unsere Leichenteile rumliegen. Gold nehmen wir auch mal mit, auch wenn wir es nicht wirklich brauchen, weil wir den Schweinekönig haben. Das wäre auch mal interessant zu wissen, ob dieselben Sachen wirklich immer auf der Karte generiert werden müssen. Aber wie wir gerade gelernt haben, ist die Karte ja begrenzt groß. Außer es gibt bei einem Sumpf noch eine Abzweigung. Und dass innerhalb dieses begrenzten Gebietes immer mindestens ein Schweinekönig spawnen muss, immer mindestens ein Jagdgebiet und so weiter und so weiter. Und wir haben keine Stickies mehr, weil die auch im Rucksack sind. Ah, Menno. Wir essen die Samen. Und flitzen kurz zum Lager. Ich habe keine Lust, jetzt wieder zur Brücke zu laufen und dann zum Lager und dann wieder zur Brücke. Das ist mir irgendwie viel zu viel Heckmeck. So, und da ist noch ein Ei, das wir klauen könnten. Hier sind noch viel mehr Eier, die wir klauen könnten. Und hier ist unser... Sehr schön. Du kommst bitte mit. Ja, du bist aggressiv. Dich verhauen wir jetzt mal. Komm, versuch uns zu picken. Ja, versuch uns zu picken. Hauen. Nein, au. Ich versuche gerade mit Leertaste zu arbeiten, aber es klappt nicht so. Wirklich. Ah, tot. Und die bringen gutes Fleisch. Sehr schön. Fackel. Nee, essen wir jetzt. Essen wir jetzt. Fleisch nehmen. Wir mit.
Was haben wir da, bevor wir jetzt näher rangehen? Wir haben da noch ein Backpack. Das nehmen wir jetzt mal mit. Gucken, was da so drin ist. Von dem Gerug in der Vergangenheit. Noch eine Rüstung, noch mehr. Jede Menge Gras, eine Schaufel. Den Miner hätte ich ganz gerne. Die stapeln wir mal. Nö, die essen wir mal. Müssen wir gar nicht, wir sind voll. Blütenblätter schmeißen wir weg. Es wird bald dunkel. Eine Luxus-Axt. Schweinedingens lassen wir hier. Wir könnten jetzt hier ein Lager aufschlagen. Oder wir laufen mit der einen Fackel bis zum anderen Lager. Ja, das machen wir lieber. So, wir klauen das Ei. Wir klauen das Ei. Wenn die schlafen, können wir die alle klauen. Oh, das ist ja praktisch. Goodie. Also jetzt. Weg. Meiner Head setzen wir auf, wenn es dunkel wird. Der ist ja noch besser als die Fackel. Wenn da nicht auch irgendwas dran gedreht wurde. So, gleich wird es richtig dunkel. Was machen wir mit dem zweiten Rucksack? Ich glaube, den tragen wir erstmal so rum. So, Dingens auf. Lauf, lauf. Ich klicke jetzt einfach mit dem Rucksack immer vorne auf den Boden. Und hoffe, dass wir ihn so nicht verlieren werden. Weil da ist ja auch noch praktisches Zeug drin. Und ja, wie richtig in den Kommentaren geschrieben wurde, ich habe immer sehr viel Zeug dabei. So, warum kommt kein Licht? Miner Head? Nö. Der Miner Head funktioniert nicht. Das ist jetzt ärgerlich. Also man sieht ihn jetzt zwar, aber das sieht man nur, weil wir die Fackel anhaben. Wenn wir die Fackel zwischendurch ausmachen, sieht man auch den Miner Head nicht mehr. Und das mit dem Rucksack ist jetzt extrem nervig, weil ich nicht weiß, wo ich hinklicken muss. Fackel ist bei 60%. Wo ist unser doofes Lager? Da ist unser Lager. Komm schon, doofer Rucksack. So, Miner Head ist kaputt, hat eh nichts gebracht. Komm, nimm den Rucksack mit. Wir sind bei 40% Fackel. Ich glaube, ich bastle erstmal eine neue, nur für den Fall. Wir haben keine Stickies für eine neue. Tauschen wir Rucksack mit Rucksack. Jetzt haben wir genug Stickies für eine neue. Und setzen dich wieder auf 3, weil es gewohnheitsbedingt da war. So, weiter im Text. Wo ist... Nimm den doofen Rucksack mit. Wo ist unser Lager? Oh, unser knapp. Weiter nach Nordosten. Da so lang. Warum legst du ihn immer ab? Ich klicke da ganz hinten auf den Boden. Da ist ein ganz schwaches Leuchten. Das könnte unser Lager sein. Nein. Fireflies. Heimtückische Biester. Komm mit. So, hier ist der Weg. Da ist unser Lagerfeuer. Sehr schön. Also, dass das Minecap-Ding jetzt da nicht funktioniert hat, fand ich schon sehr skurril. Aber na gut. Das gute Fleisch könnten wir verkochen. Also sollten wir verkochen, aber wir sollten es nicht unbedingt essen. Denn wir brauchen es zu Hause hier noch für eine zweite Fleischstatue. Den Honeycomb sollten wir auch nicht verkochen. Das Ei wollten wir eigentlich verforschen. Und so hungrig sind wir auch gerade gar nicht. Also gut. Jetzt machen wir erstmal einen kleinen Cut. Und in der nächsten Folge laufen wir mit unserem Rucksack weiter Richtung Farm. Und die Fackel kann man weg. So, also bis gleich.